Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein etwas ernsteres Thema mitgebracht und wollte mit euch darüber sprechen und beziehungsweise dieses Thema ansprechen, weil das mich und auch viele weitere Leute betrifft und beziehungsweise viele Menschen betrifft. Und ich einfach finde, dass solche Sachen auch gesagt werden müssen oder man mal darüber sprechen sollte. Und ja, fangen wir einfach an. Ich möchte heute mit euch über das Thema Dicksein sprechen. Und zwar finde ich, in der heutigen Gesellschaft wird einem irgendwie immer so eingeprägt oder eingeprügelt, du musst dünn sein, du musst abnehmen, du musst perfekt aussehen, du darfst keinen Speck haben und ganz viele andere Sachen, die einfach so nicht wahr sind. Es gibt Menschen, die haben halt etwas mehr auf den Rippen, ich auch. Aber es gibt auch zweierlei Menschen von denen, und zwar so wie ich, die einfach für sich gesagt haben, ich fühle mich wohl, so wie ich bin, und nehme nicht ab, nur weil andere Leute das von mir verlangen oder das wollen. Früher habe ich darüber auch ganz anders gedacht. Ich habe früher immer gedacht, oh mein Gott, du musst abnehmen, andere Leute wollen das und du musst das tun. Nein, du musst das nicht tun. Keiner von euch muss das tun. Wenn andere Leute einem sagen, du musst abnehmen, du bist zu dick, dann würde ich einfach sagen, nein. Einfach nein. Denn jeder hat Macht über seinen eigenen Körper und jeder ist nur für seinen eigenen Körper zuständig. Jeder muss für sich selber wissen, wie er sich wohlfühlt. Ob geschminkt, ungeschminkt, dick, dünn, groß, klein, was auch immer. Das ist völlig egal. Jeder muss sich so wohlfühlen, wie er ist. Und ob jemand abnimmt, ob jemand zunimmt oder ob er genau so bleibt, wie er ist, weil er sich genau so wohlfühlt, das ist völlig egal. Und eigentlich hat es die Außenwelt wirklich einen Scheiß, ich sag das jetzt einfach so, einen Scheiß zu interessieren, wie du aussiehst. Denn jeder kann entscheiden, wie er aussieht. Und ich kann entscheiden, darüber habe ich auch manche Kommentare gesehen und habe sie einfach gelöscht, weil kleine Kinder bzw. Jüngere diese Videos vielleicht sehen. Und wenn sie sowas lesen, denken sie sich, sie müssen das auch tun. Ich habe viele Kommentare oder ein paar Kommentare gesehen, wieso setzt du dich ungeschminkt vor die Kamera? Also ich kann selber entscheiden, ob ich mich geschminkt oder ungeschminkt vor die Kamera setze, ob ich mir etwas Gutes anziehe, ob ich mir eine Jacke anziehe, was weiß ich nicht was. Und das kann ich alles selber entscheiden, denn das ist mein Körper und mein Leben. Und damit wir jetzt nicht so weit vom Thema abschwanken, ich möchte einfach damit sagen, dass Dicksein okay ist. Ich kann selber für mich entscheiden, möchte ich 50 Kilo wiegen, möchte ich 90 Kilo wiegen, möchte ich 150 Kilo wiegen. Das ist jetzt hart gesagt und es gibt auch Leute, die mit 150 Kilo vielleicht nicht gesund sind und die vielleicht dann, auch wenn sie sich vielleicht wohlfühlen, aber trotzdem krank sind, die müssen dann für sich selber entscheiden, ob sie nicht doch lieber etwas tun, ein bisschen abnehmen und versuchen sich dann auch noch wohlzufühlen, weil es vielleicht ihrer Gesundheit fördert und ihre Gesundheit wieder in Schuss bringt. Ich zum Beispiel, ich habe früher auch immer gedacht, dass ich abnehmen muss für andere Leute, wenn die mir das sagen. Denn Dicksein ist falsch, Dicksein ist ekelhaft, Dicksein ist scheiße. Nein, Dicksein ist gar nichts davon, Dicksein ist okay. Denn ich habe für mich selber gesagt, wenn ich mich so wohlfühle, bleibe ich so. Ich finde trotzdem Klamotten in Läden, ich kann trotzdem einkaufen gehen, ich kann trotzdem vor die Tür gehen und trotzdem bin ich immer noch dick. Ich finde es erschreckend, dass viele gesagt haben, früher, im ganz, also wenn man so 14, 15 war, habe ich das selber erfahren, dass Leute gesagt haben, wärst du dünn, wäre ich mit dir befreundet. Auch wenn ich dünn wäre, ich wäre immer noch derselbe Mensch. Der Charakter bleibt gleich, das Gesicht praktisch bleibt gleich, du bist immer noch der gleiche Mensch. Ob mit 150 Kilo oder mit 50 Kilo, du bist trotzdem immer noch derselbe Mensch. Dein Charakter verändert sich deswegen nicht. Und genau das ist der springende Punkt. Der Menschheit wird immer eingeprägt, du musst dünn sein. Dünne Menschen sind okay, dicke Menschen sind nicht okay. Und das ist absolut verkehrt. Ich habe so oft einfach mir Sprüche anhören müssen oder ich habe mir irgendwelche Kommentare anhören müssen. Und genauso wie viele Leute auch, generell viele Menschen auf dieser Welt müssen sich das anhören, nur weil sie etwas fülliger sind. Und ich möchte einfach damit sagen, dass auch dick sein schön sein kann. Du kannst dir schöne Klamotten anziehen, du kannst dir schöne Sachen leisten und
was weiß ich nicht was. Du kannst dich einfach schön fühlen, auch wenn du nicht gerade nur 50 Kilo wiegst. Und ich persönlich finde das wirklich erschreckend, wie viele Menschen oder auch junge Mädchen sich das zum Vorbild nehmen und einfach, wenn sie zum Beispiel 70 Kilo wiegen oder 80 und sich denken, oh mein Gott, nein, ich bin zu schwer, ich muss abnehmen und dann vielleicht sogar in einen Schlankheitswahn fallen oder in einen Magerwahn fallen. Und das finde ich absolut, absolut erschreckend, dass so etwas passiert. Also ich will damit überhaupt keine dünnen Leute angreifen, im Gegenteil, ich habe auch Freunde, die dünn sind, um Gottes Willen. Aber ich möchte einfach sagen, dass man sich von Menschen, die dich, weil du dick bist, beleidigen, dass man darauf einfach nicht hören sollte. Man sollte sich das auch einfach nicht als Vorbild nehmen oder sich davon nicht ins Gewissen reden lassen, dass man irgendwie falsch ist, nur weil man dick ist. Und wenn man dünner wäre, wäre man mit einem befreundet. Das ist alles kompletter Schwachsinn. Du musst einfach dich so wohlfühlen, wie du bist. Und auch wenn du dick bist, kannst du dich wohlfühlen. Und an alle Menschen, das sage ich jetzt wirklich voll offen, wer weiß, ob viele dieses Video sehen oder ob nur ein paar dieses Video sehen, aber auch wenn nur ein paar Leute dieses Video sehen, möchte ich genau diesen Leuten sagen, dass Dicksein okay ist. Dicksein ist nichts Schlimmes und wenn du dich genau so wohlfühlst, ob du 100 Kilo oder 150 Kilo wiegst, wenn du dick bist, das ist scheißegal. Auch wenn du 93,9 Kilo wiegst, das ist scheißegal, das tut auch nichts zur Sache. Aber wenn du dich genauso wie du bist wohlfühlst, aber immer noch daran zweifelst, ob das gut ist, dass du dich wohlfühlst. Es ist gut, dass du dich wohlfühlst. Denn egal, ob andere Leute dir sagen, dass du abnehmen musst und dass das nicht okay ist, hör einfach nicht drauf und sag einfach nein. Einfach nein sagen. Das ist so wichtig, dass man nicht in diesem Punkt auf andere Menschen hört, sondern nur auf sich selber hört und nur irgendwie sich selber dadurch irgendwie liebt und sich selber mag. Und ich finde es so krass, dass es so viele YouTuber aber auch gibt, die dickfeindlich sind oder ich sag's jetzt mal fettfeindlich sind und viele andere YouTuber, also ich bin ja praktisch auch einer, auch wenn ich noch sehr klein bin, aber es gibt ja auch andere YouTuber, die etwas fülliger sind. Und ich finde es erschreckend, dass genau diese Leute fertig gemacht werden, obwohl sie Personen des öffentlichen Lebens sind. Und das eigentlich sollte man, wenn man Personen des öffentlichen Lebens ist, sollte man eigentlich auch Vorbild für andere sein. Natürlich muss man sich nicht verstellen und nur Gutes in die Welt tragen, das sage ich gar nicht. Jeder sollte so sein oder so bleiben, wie er ist. Das ist ganz klar. Aber niemand sollte in der Öffentlichkeit zeigen, dass er zum Beispiel fettfeindlich oder dickfeindlich, was auch immer ist. Denn viele nehmen sich das, wie gesagt, zum Vorbild. Und viele denken dann so, okay, die ist dick, die mache ich fertig. Oder wie heutzutage in der Schule, es werden so viele Kinder, nur weil sie etwas fülliger sind oder schon ein bisschen Speck haben, sage ich das jetzt einfach mal so, die werden einfach fertig gemacht und die werden gemobbt und da wird einfach drüber weggesehen, weil das heutzutage wie normal ist. Es ist wirklich normal heutzutage, dass Kinder und Jugendliche gemobbt werden, nur weil sie dick sind und das geht einfach nicht. Und wie gesagt, das ist kein Angriff auf irgendwelche Leute, die jetzt nicht dick sind und es soll auch kein Aufruf sein, dass alle Leute jetzt dick werden sollen. Um Gottes Willen, ich möchte einfach nur damit sagen, dass man sich so wohlfühlen kann und dass man auf andere Leute nicht hören sollte. Selbstbewusstsein hat nicht jeder, das stimmt. Und viele jüngere Leute, die denken sich, ich möchte aber so und so aussehen und wie schön und keine Ahnung, was noch für Sachen. Natürlich kann man Vorbilder haben oder man kann auch Bilder oder so weiter, Motivationsbilder auf dem Handy haben, wenn man zum Beispiel sich nicht in seinem Körper, wenn man dick ist, wohlfühlt. Das kann natürlich auch sein. Und man sollte dann auch dieses Ziel, wenn man abnehmen möchte, verfolgen. Da sollte jeder aber wirklich auf sich selbst hören. Und das ist das, was ich eigentlich damit auch sagen will. Jeder sollte auf sich selbst hören, jeder sollte für sich selber entscheiden, bin ich dick und fühle ich mich wohl oder bin ich dick, aber ich möchte abnehmen oder bin ich dick und ich fühle mich wohl, aber ich höre zu sehr auf andere. Das ist der springende Punkt. Ich kann das nur ganz oft sagen oder auch ganz oft wiederholen.
hört einfach auf euch selber. Wenn ihr euch dick wohlfühlt, bleibt genauso wie ihr seid, denn genauso seid ihr auch toll. Und wenn ihr dick seid und ihr einfach abnehmen möchtet, dann tut das für euch, aber tut es auf jeden Fall nur für euch, tut es nicht für euer Umfeld. Und ich habe das auch immer gesagt. Ich habe gesagt, wenn jemand zu mir kommen würde oder würde und würde sagen, du bist zu dick, oder auch einer von der Familie oder von Freunden und sagen würde, du bist zu dick, das geht mir am Arsch vorbei. Das sage ich jetzt einfach so. Es geht mir am Arsch vorbei, denn wenn ich mich gerade so wohlfühle, dann ist das so und dann bleibe ich auch so. Denn es bringt nichts, wenn du dich wohlfühlst, aber nur weil andere das sagen, du dich veränderst und damit dein Leben nach anderen Leuten ausrichtest, denn das sollte auf keinen Fall passieren. Und damit das Video jetzt nicht endlange wird, aber ich eigentlich schon das gesagt habe, was ich sagen wollte, und zwar, dass ihr euch selber hören sollt und wenn ihr dick seid, ist das okay und ihr solltet euch so wohlfühlen, wie ihr seid, natürlich auch dünne, ihr solltet euch so wohlfühlen, wie ihr seid. Und ich meine das absolut überhaupt nicht böse und wollte einfach nur so damit sagen, wie ich das sehe und wie ich das fühle und wollte euch einfach damit so eine kleine Botschaft praktisch rüberbringen und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das gefallen hat, dieses Videoformat und wenn ich das vielleicht öfter machen sollte und auf jeden Fall nochmal zum Schluss an alle Mädchen, auch wenn ihr dicker seid, ihr seid genauso toll, wie ihr seid und so seid ihr am besten, also bleibt auch so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich einfach nur noch Tschüss.